Sag mal, Leute, könnt ihr mir mal bitte ganz kurz eure ehrliche Meinung in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach der Top-Running-Back momentan in der NFL ist? Ich weiß, das Videoformat und alles hier ist jetzt ein bisschen merkwürdig und ungewöhnlich für euch wahrscheinlich, weil ihr mich so vorher noch nicht wirklich erlebt habt, außer ich mache halt einen Game Day-Vlog oder so. Aber ich bin hier gerade auf der NFL-Seite und lese mir hier gerade so einen Artikel durch zwecks Top-Running-Backs und sowas, beziehungsweise auch zwecks MVP. Und hier ist jetzt ein Artikel, der heißt MJD Kamara gets my MVP-Vote. Also Alvin Kamara natürlich. MJD ist dieser eine Experte, Maurice Jones-Drew. Und der hatte eigentlich vor ein paar Wochen oder so, glaube ich, noch Russell Wilson als MVP-Frontrunner, also als Favorit für den MVP, aber jetzt hat er sich auf Alvin Kamara umgestimmt. Und wenn man auf diesen Artikel klickt, kommt man zum Running Back Index. Der wird ja jede Woche aktualisiert und ich habe in den relativ lange nicht mehr reingeguckt und jetzt steht hier tatsächlich, also laut deren Meinung natürlich, ne, das ist jetzt keine allgemeine Meinung oder sowas, sondern ist die Meinung von diesen Experten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der Running Back Index nur von Maurice Jones-Drew geschrieben wird oder ob da irgendwie auch noch andere Leute ihre Meinung drin haben, aber ich glaube safe auf jeden Fall von Maurice Jones-Drew und ich weiß nicht, ob andere noch mit dabei sind, aber der hat hier halt jetzt tatsächlich Alvin Kamara auf Platz 1 und danach Dalvin Cook. Und ich war eigentlich bis vor ein paar Tagen und also auch die letzten Wochen so eigentlich der Meinung so, okay, eigentlich Dalvin Cook ist momentan schon der krasseste Running Back. Jetzt wird hier aber Alvin Kamara auf Platz 1 gesetzt. Und es verwundert mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen, aber gleichzeitig kann ich es auch irgendwie verstehen, weil jetzt, nachdem ich ein bisschen gelesen habe und wenn ich mich auch recht erinnere an die letzten Spiele so, dann hat Kamara eigentlich schon ziemlich viel dazu beigetragen, dass die Saints überhaupt gewinnen, ne? Also ich glaube, der hat schon echt ganz schön. Also ich will nicht sagen, der hat das Team getragen, aber der hat schon krass dazu beigetragen. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, seine 486 Rush Yards diese Saison sind jetzt nicht gerade krass. Vor allem, wenn du es halt zum Beispiel mit Dalvin Cook vergleichst, der 954 hat. Also Dalvin Cook hat jetzt schon fast 1000, Alvin Kamara hat nicht mal 500. Dafür hat Alvin Kamara aber auch 648 Receiving Yards als Running Back. Das heißt, insgesamt hat er schon über 1000 Yards logischerweise gemacht. Aber ich meine trotzdem so, also ich weiß nicht, Dalvin, na okay, es liegt vielleicht daran, dass die Saints 7 und 2 sind. Ich glaube, die sind 7 und 2. Ja, die sind 7 und 2 und die Vikings sind ja gerade mal, was waren die, 3 und 5 oder irgendwie so? Warte mal, ich guck mal kurz nach hier. 4 und 5. Also vielleicht liegt es daran, dass Dalvin Cook das Team sozusagen nicht zu einem positiven Record bisher verholfen hat. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn du dir die Highlights von Dalvin Cook anguckst und auch die Statistiken, wie gesagt, 954 Rush Yards, 5,5 Yards pro Carry, das ist richtig, richtig stark und 12 Rushing Touchdowns. Und du das dann vergleichst mit einem Alvin Kamara, der 104 Attempts hat, also 486 Rush Yards und einen Durchschnitt von 4,7 Yards pro Carry, was natürlich auch sehr stark ist, aber deutlich weniger als Dalvin Cook, dann finde ich das schon kritisch auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass es irgendwie falsch oder dumm ist oder so, weil, wie gesagt, Alvin Kamara hat auch kranke Leistungen bisher gebracht, vor allem die Receiving Yards sind halt richtig krass und er führt halt auch sein Team in allen möglichen Statistiken an, in Receptions, in Targets, in Receiving Yards, in Rushing Touchdowns, in, ich glaube, Receiving Touchdowns hat er auch gleich mit dem Tight End. Deswegen Kamara geht schon gut ab bei den Saints, aber trotzdem Dalvin Cook auf Platz 2. I don't know. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, Dalvin Cook oder Alvin Kamara. I don't know, Alter. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist so dieses entspannte Videoformat eigentlich so. Einfach mit euch ein bisschen reden über irgendwelche NFL-Themen oder so. Finde ich eigentlich richtig nice. Also falls euch das irgendwie gefällt, falls ihr das feiert so, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und dann werde ich das öfter machen. Einfach mal, wenn ich irgendein Thema sehe, was ich interessant finde oder wo ich irgendwie drüber nachdenke, dass ich das mit euch teile so. Weil im Prinzip habe ich gerade einfach nur meine Gedanken mit euch geteilt und würde halt gerne eure Meinung dazu hören. So, deswegen, ich finde es eigentlich ganz cool. Und deswegen, wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen. Das soll es mit dem Video erstmal gewesen sein. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare zu Alvin Kamara und Dalvin Cook. Oder vielleicht denkt ihr auch, irgendein anderer Running Back ist auf Nummer 1. Könnte ja auch sein. Vielleicht Derrick Henry oder vielleicht Kareem Hunt oder keine Ahnung, Todd Gurley oder so. Deswegen schreibt es mir auf jeden Fall unten rein.